Hallo! In diesem Video wollen wir über mechanische Schwingungen sprechen und uns anschauen, was eine Stimmgabel mit einer alten Pendeluhr gemeinsam hat. Dazu wollen wir folgende Fragen klären. Wie definiert man eine mechanische Schwingung? Wie kann man sie grafisch in einem Diagramm darstellen? Anhand welcher Kenngrößen kann man sie beschreiben? Und zuletzt wollen wir klären, was der Unterschied zwischen einer harmonischen und einer nicht-harmonischen Schwingung ist. Schauen wir uns also noch einmal die beiden Beispiele an. Was haben sie gemeinsam? Schauen wir zuerst auf die Uhr. Das Pendel schwingt gleichmäßig von links nach rechts und wieder zurück. Diese äußeren Punkte nennen wir Umkehrpunkte. Und da sich die Bewegung regelmäßig wiederholt, nennt man das in der Fachsprache eine periodische Bewegung. Eine Periode ist dabei eine vollständige Hin- und Herbewegung. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com